bin Johanna Döhler, mache Paraschwimmen und bin Nachwuchssportlerin des Monats Dezember. Ich habe die Sehbehinderung schon seitdem ich geboren wurde. Also jetzt von der Prozentanzahl her sehe ich 3,5%. Das ist schon eine relativ starke Einschränkung für den Tag, auch und für meinen Tagesablauf. Eine gute Schwimmerin braucht Spaß, gute Laune und auch den Willen, das wirklich weiterzumachen, den Sport. Natürlich gibt es auch Tage, die dann nicht so viel Spaß haben, wo das Training dann keinen Spaß macht. Zum Beispiel, wenn Schule und so auch relativ anstrengend war und es auch keinen Spaß gemacht hat, macht das Training meistens auch nicht so viel Spaß. Aber meistens, also es ist nur manchmal, aber meistens macht es am meisten Spaß. Am meisten Spaß macht mir 400 Freistil. Weil ich mag Langstrecken generell ein bisschen mehr als kurze Strecken, also 50er oder so. Meine größten Erfolge sind bei den internationalen deutschen Meisterschaften im Jugendfinale mitzuschwimmen und den deutschen Rekord auf über 400 Meter Lagen. Meine sportlichen Ziele sind, bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften teilzunehmen. Und mein größtes Ziel ist, 2028 in LA bei den Paralympics teilzunehmen. Also Johannas große Stärke sind ihre positiven Emotionen. Wenn sie die reinbringt ins Training, in den Wettkampf, dann ist sie quasi unschlagbar. Und sie ist dann nur noch ihr härtester Gegner, ist sie dann selbst. Abgesehen davon ist sie total wissbegierig und versucht wirklich Tag für Tag, sich in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Und das gelingt ihr bis jetzt auch sehr gut. Jojo. Reiten. Essen. Twister. Die Fantastischen Vier. Schwestern. Wählt jetzt euren Nachwuchssportler des Monats Januar. Bis zum 27. Dezember könnt ihr abstimmen.